Anstoß. Ja. So, und los geht's hier bei der Regionalliga-Partie. Und Abisimensa im 16er wieder gegen 2. Und spielt ihn quer. Und ja, den Ball, und da ist das Tor. Sehr schön. Sehr gut. Sehr schön gespielt. Aber natürlich auch immer ein bisschen das Auge auf Sida Schwarz, der da verletzt liegt auf dem Boden. Liegt auch schon direkt rein. Aber wir freuen uns über ein 1:0 für die TSV Schott. Namru Mbaye, sehr gut durchgesetzt davon. Abisimensa auf der Außen. Hier sehen wir nochmal die Wiederholung. Stark aus gegen zwei Mann. Legt dann zurück und Mbaye schießt ihn rein. Wieder der lange Ball hinter die Kette. Oh, ach. Das war, da haben wir gepennt. Müssen wir nochmal abseits auch gucken. Mock war, mein Gott. Da haben wir gepennt. Da sehen wir nochmal den langen Ball. Wistulek kommt raus. Langer Ball nach außen. Und dann schließt er ab. Müssen wir den Ball mehr hinterherlaufen. Oh. Und das gibt einen Elfmeter. Oh, da geht er zum Ungestüm hin. Weiter. Ja, da. Ja, einen Meter da unten ist komplett weg. Weiß nicht. Und war dran, aber leider ins linke Eck. 2:1 für die TSG Hoffenheim. 2 Torschütze mit der Nummer 8, Schmal Julius. Und der lange Ball auf die 20 und da fällt das 3:1. Kalambay. Ja, ja. Das ging zu einfach. Durch die Jan hat es hier eigentlich gut verteidigt und in dem Moment ist es dann ganz schwer zu verteidigen. Rückt da raus, frei auf tiefer die Ball. Ja. Da, die Uhr und pfeift ab. Ja, leider am Ende 3:1 wie die TSG Hoffenheim 2.